Hilfe! Hilft mir! Helft mir! Oder wie auch immer. Was ist hier los? Unsere Freundin wird angegriffen. Warum das? Syron. Sie wurde angegriffen. Wir müssen ihr helfen. Die arme Mistia. Was treibt sie sich auch in Höhlen rum? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Lufia. Wir haben eben die beiden Flitzpiepen hier erledigt und Tia gerettet. Tia, was machst du denn hier? Ich fühlte mich so einsam. Oh. Ich hatte Angst, du würdest fortgehen. Das tust du doch nicht, oder? Nein, ich rette die Welt. Oh nein, bitte nicht. Doch. Aber warum nur? Erinnerst du dich noch an die rote Lichtkugel, die nach Norden flog? Ja. Dieses Licht birgt eine Macht, die die Welt zerstören könnte, so hat man es mir erzählt. Mann, es war Iris, du Depp. Die Welt zerstören? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber so, die Monster haben bereits damit angefangen, Menschen anzugreifen. Und warum musst du ausgerechnet du gehen? Weil ich die Kraft habe, das Böse zu besiegen. Du bist zwar stärker, als man denken mag, aber... Ist es dir denn nicht aufgefallen? Was denn? Seit meiner Kindheit kann ich perfekt mit dem Schwert umgehen. Ohne diese Kunst je erlernt zu haben, das ist doch seltsam. Warum also kann ich es? Wozu habe ich dieses Talent? Ich muss es einfach herausfinden. Also wirst du wirklich fortgehen, Syron? Ich werde bleiben. Das stimmt nicht. Warum? Wir werden zusammen gehen. Was? Nein, unmöglich. Ich kann dich nicht mitnehmen, Tia. Hey, ich führe einen Waffenladen und weiß, wie man mit dem Schwert umgeht. Warte, Tia. Lauf hier nicht so herum. Es ist gefährlich. Weiß ich auch. Tia! Die tut oft mutig. Ist sie das auch? By the way, die hat kein Schwert. Die hat nur Peitschen. Bist du verrückt? Danke, Syron. Tut mir so leid, ich... Ist schon gut, Tia. Wir werden zusammengehen. Was für eine Überraschung. Einverstanden. Tia schließt sich an. Und damit haben wir unser erstes neues Mitglied. Und auch das Schwächste, was es hier bei Lufia gibt. Ein Applaus. Erstmal eine Bratpfanne, Minirock. Das Obstmesser ist besser als die Bratpfanne. Ach du Scheiße, ist nicht schlecht. Das wollte ich nicht. Maxim. Er so rum. So. Jetzt haben wir wenigstens schon mal ein neues Mitglied. Maxim könnte sich ja jetzt auch schnell eine Freundin klar machen, wenn schon mal Tia im Team ist, aber er wollte sie ja eben schon nicht haben. Und ihr werdet jetzt auch sehen, wie schwach Tia ist. Zieht erstmal 0 ab. Seht ihr? Und hält auch nichts aus. Das Einzige, was sie kann, ist zaubern. Und selbst das ist schon was, fast wieder für den Arsch. Also ich bin froh, wenn wir die wieder los sind. Okay, ins Dorf gehen wir nicht mehr zurück, wir gehen jetzt direkt weiter. Jetzt muss ich nämlich umdenken, weil Syron ist stark auf Spinnen und Insekten. Der Waldpilz ist der Schwächste. Warum ziehen die ihr nichts ab? Ich hab die voll schwächer in Erinnerung. Aber es kommt noch, die ist richtig schwach. Also ich habe nichts gegen Frauen, aber Tia ist das allerletzte. Ich habe mich immer über die aufgeregt. Tempel nach Lularia, da waren wir eben schon. Oh, hast die Brücke repariert, du Idiot.
Die Brücke ist repariert. Der Weg nach Lunaria ist frei. Hätte auch eben schon mal repariert haben können. Da oben ist nichts. Gehen wir mal zu dem Bäumchen hier. Was wird da wohl sein? Ich habe noch gar nicht geguckt, was Tia für so für Zauberfähigkeiten hat. Das mache ich jetzt erstmal. Bin ich mal gespannt. Stark funkender Kurse. Stark ist hilfreich. Level up. Wunderwald. Was gibt's denn hier so? Ich bin der Hüter des Waldes. Ihr müsst für das kämpfen, an was ihr glaubt. Tut ihr das? Ja. Ich verstehe. Dann stellt euch vor die Quelle. Es ist der Heiligplatz des Kapselmonsters Fumi. Wenn ihr einen gerechten Kampf führt, dann wird Fumi sich euch gerne anschließen. Komm, Fumi, helf uns. Sieht aus wie... Ah, ich sag jetzt besser nichts. Fumi akzeptiert dich. Pass gut auf ihn auf. Er wird dir ein treuer Begleiter sein. Kapselmonster Fumi schließt sich an. Jetzt haben wir schon... die zweite Verstärkung. Moment. Jetzt muss ich dem auch noch einen Namen geben. Wie soll er denn heißen? Avon nicht. Oh, ich drücke wieder die falschen Knöpfe. Vier Buchstaben nur. Mich verarschen. Wie nenne ich den denn? Keine Ahnung, ich nenne... Ach, ich habe fünf. Ah, komm. Nenne ich ihn... Opso. Ist ja auch egal, wie er heißt. So, jetzt können wir... Erstmal ist er Level 8, er hat seine eigenen Statuswerte. Dann hatte er... Spezialattacken, die er irgendwann noch erlernt. Hier seht ihr, dass es, wie gesagt, 7 Fumis gibt. 7 Kapselmonster. Ja, eigentlich wollte ich jetzt nicht so... Also man kann ihn füttern. Dann entwickelt er sich weiter. Das werde ich jetzt nicht mit ihm machen, weil... Ich habe einen bestimmten Fumi, den ich sonst immer genommen habe. Den werde ich diesmal auch wieder nehmen. Der dauert auch nicht... Es dauert auch nicht so lange, bis man den kriegt. Und wie ihr seht, jeder Fumi, jedes Kapselmonster hat 4 Weiterentwicklungen. Auf 2, 3, 4 und 5. Ja. Und das ist das Kapselmonster-System. Und er kämpft auch mit uns. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Jedes Kapselmonster hat auch eine Rasse, die bestimmte Vorteile und Nachteile bringt. Jetzt kämpfen wir schon in einer Wüste. Den Fumi, den kann man zwar heilen, aber die KP werden nicht angezeigt. Und wenn er stirbt, kommt er automatisch mit vollen KP. Also er hat immer volle KP beim nächsten Kampf wieder. Oh, ein Dorf und ein Königreich, oder? Ich gehe erstmal hier in die Höhlen. Was ist das für ein hässliches Viech? Ah, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was das für ein Viech ist. Nordwesthöhle nach Lunaria. Ich habe so das Gefühl, hier brauchen wir noch nicht rein.
Da oben auch nicht. Gibt bestimmt wieder keinen Durchgang. Aber wir gehen trotzdem mal kurz da oben rein. Interessiert mich jetzt. Oh, ist das? Büffel, habe ich gelesen. Und ihr seht schon, Tia zieht so gut wie gar nichts ab. Boah, scheiße. Ich setz Krabbeltöte ein. Also Tia ist eigentlich nur gut zum Heilen. Sonst kann man nicht vergessen. Jetzt habe ich ja genug über Tia gelästert. Mal was Produktives erzählen. Die nächste Stadt bzw. Königreich. Hat eine lustige Story. Tia kann ruhig sterben. Ich bin total gemein. Na komm, Tia. Heil dich. Ihr seht, sie hat auch einen stärkeren Zauber. Wieder hoch. Eins. Oh, Tia. Okay, sie hat nur ein Obstmesser. Wir müssen ihr verzeihen. Sie hat nur ein Obstmesser. Damit würde ich auch keinen Wurm töten können. So. Wie schon gedacht, ist hier zu. Ich gehe jetzt lieber, bevor die Zeremonie ohne mich anfängt. John sagt, er geht zurück, also gehe ich auch. Die Krönung wird bald im Schloss abgehalten. Es lohnt sich, die Spektakel zu erleben. Ist es nicht dieses? Warum verschiebt ihr eure Reise nicht bis nach der Zeremonie? Dann gucken wir uns die Zeremonie doch mal an. Geht sterben. Na super. Och Tia, streng dich mal ein bisschen an. Jetzt noch mal ein Krabbeltöter ein. Ich krieg noch genug ZP. Nein, ich wollte nicht ins Königreich. Erstmal ins Dorf. Ins Dörfchen. Königreich Lunaria. Die Krönungszeremonie wird gleich beginnen. Ich werde mal einen Blick auf die Krone werfen. Okay, übernachten brauchen wir nicht. Reden wir auch nicht mit der. Boah, ist das für eine Musik? Naja, es gibt sicher größere Casinos als dieses eine. Einarmiger Bandit. Ihr solltet mal das große Casino besuchen, leider habe ich vergessen, wo es ist. Ein Casino? Schönen guten Tag. Kaufen wir uns mal einen Chip. Und hier ist die Spielothek oder was? Drücke das Steuerkreuz nach oben, um Chips einzuwerfen für Glück. Mal sehen, ob wir was gewinnen. Okay, das Casino gucken wir uns später mal genauer an. Aber das ist ein größeres dann. Die Leinenweste ist mit Gegengift getränkt, sie heilt Vergiftung. Na, die Dame hinter dir sollte eher einen Rock als eine Robe tragen. Die Robe hat zwar mehr Abwehrkraft, doch der Minirock füllt die KP auf. Sehr, sehr nützlich. Hallo Leute, bei mir findet ihr alles, was das Herz begehrt. Sollen wir die Keule kaufen? Ich glaube ja. Kurzschwert. Und ihm kaufen was. Moment. Die Angst vor Frostbeulen haben. Die? Hat auch keinen Spezialangriff. Ich lasse das Kurzschwert mal da. Ich glaube, es ist wichtiger gegen. Ist wichtiger gegen. Na, gegen Insekten stark zu sein.
Mach mal lieber meine Verteidigung hoch hier. Schon kein Geld mehr. Was ist eine Krönungszeremonie? Sie wird gefeiert, wenn der neue König zum ersten Mal die Krone trägt. Und dafür so ein komplizierter Name? Ihr Erwachsenen seid richtige Wichtigtuer. Ich war bei der Geburt des Königs dabei. Schön, ihn als erwachsene Menschen zu sehen. Ob John schon auf dem Weg zum Schloss ist? Mein Sohn John lungert nur herum und macht nie seine Hausaufgaben. Er ist im Schloss oder im Tempel. Der Kerker des Schlosses Lunaria ist riesengroß. Dämonen sollen dort ihr Unwesen treiben. Aha. Okay, das war's schon. Von dem Ort. Örtchen. Ja, übrigens, bei der Kirche kann man sich ja heilen und wiederbeleben. Das Heilen ist nur auf Statusveränderung bezogen. Bis zum Ende der Zeremonie beschützen wir sie mit unserem Leben. Willkommen auf Schloss Lunaria. Zurzeit kann die Königskrone im Thronsaal besichtigt werden. Wir können zwar die Zeremonie nicht sehen, dafür aber die einzigartige Krone des Prinzen. Die Krone des Prinzen ist ein wahres Kleinod. Bald werden Gäste von nah und fern in unser Königreich stürmen. Ah, das glaube ich nicht. Er will schon so ein Schnösel sehen. Mein Bruder empfängt heute die Krone, hoffentlich ohne Zwischenfälle. Auch ich werde alles dafür tun, dass die Zeremonie gut über die Bühne geht. Achtung, Gefahrenzone, kehrt besser um. Ah, hier geht's wahrscheinlich zum Keller. Gut zu wissen. Okay, da geht's wahrscheinlich zum Thronsaal, da gehen wir erst später hin. Mal gucken, was hier ist. Oder geht's hier zum Thronsaal? Hinter dieser Tür befindet sich der Thronsaal. Ich hole einen Blick hinein. Oh, hier geht's zum Thronsaal. Hä? Okay. Eure Majestät! Die Krone! Was ist das? Ich habe gerade erfahren, dass diese eine Imitation ist. Das darf nicht wahr sein. Wie sie glitzert, sie muss einfach echt sein. Sie wurde von den besten Wächtern bewacht. Niemand kann die Krone vertauschen. Was ist denn hier los? Ein Experte wird die Krone umgehen und untersuchen. Gut, gut, beeilt euch. Jawohl, Majestät. Sofort stehen bleiben. Ich kenne euch nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Hä? Hat es euch die Sprache verschlagen? Euch fällt ja nicht mal ein lustiger Witz ein. Was passiert jetzt? Sie verwandeln sich zurück. Was zum... Hallo, ich bin Bertie, der König der Diebe. Und ich bin Boris, sein Lehrling. Seid gegrüßt. Was? Wer seid ihr? Ah, nicht bewegen. Eine Bombe. Rennt schnell weg. Na, Freunde, seht ihr diese nette kleine Bombe? Auf was warten wir, Boris? Auf ins Getümmel. Logo, Bertie. Wah! Oh Mann. Zeig's ihn. Aber... Aufgepasst, Leute, jetzt kommt der Superwatz. Jetzt geht's rund. 3, 2, 1, Watz! Was passiert hier, Boris? Hups, es sollte... Ich hab keine Ahnung, Bertie. Was machst du da, Boris?
Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Ich lasse euch ausnahmsweise laufen. Oh je, mir ist noch ganz schwindelig und ich höre schlecht. Lass uns lieber verschwinden. Keiner hält hier auf. Es ist ja unglaublich. Tut doch etwas. Niemand darf davon erfahren. Sehr wohl, Majestät. Okay, also zum einen sind das die schlechtesten und dümmsten Diebe der Welt. Und zum anderen sind die Wachen einfach mal die schlechtesten und dümmsten Wachen der Welt, weil die die einfach nicht aufgehalten haben. Ich glaub's nicht. Und wie es hier in dem Königreich weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.